Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unserem kleinen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist wieder der liebe Revano. Ja, hallo. Ja, gestern auch wieder ein bisschen schlecht gelaufen, muss man mal sagen. Ich hatte ja eigentlich zwei Finisher gehabt, aber er hat mich trotzdem satt gemacht mit einem Steno-Move. Aber naja, was soll's. Ja, würde ich sagen, Viereck drücken. Ja, ich drück mal. Ja, super. Das bringt mir gar nichts, das bringt mir auch nichts. Das bringt mir erst recht nichts. Das bringt mir auch nichts. Das ist deiner. Du musst das auch erstmal gucken. Ja, ja. Ah, das wird jetzt ein langes Rumgedrücke hier. No, muss nicht sein. Kann sein, dass es Kacke. Hast du schon einen? Oh, nein. Bam, 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 ba, bam, bam, bam. Ja, meine lieben Freunde. Bam, 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 da drücken wir mal, da drücken wir mal, da drücken wir mal. Cool, der ganze Viereck. Wird natürlich immer schlimmer, wenn wir weniger haben. Ja. Wenn wir dann noch einen haben, den zu finden. Ja. Ich den brauchen wir ja, den brauchen wir ja, wenn wir den letzten haben, brauchen wir den ja natürlich nicht per Zufall suchen. Das ist ja klar. Das wäre natürlich extrem kloppt. Ja, ich habe einen, ich habe einen. Ja, das ist gut, ey. Hast du gut gemacht, jo. Ah, ich glaube auch. Oder? Ne, den hatte ich schon, okay. Ah. Naja, dann erzähl mal ein bisschen was. Ich drück mal hier so rum, bis ich wund bin. Ja, mach das mal. Der Viereckknopf fällt ab. Ja. Boah. Überhaupt nichts dabei, was ich brauche. Kennst du das? Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Es wäre jetzt lustig, wenn er. Mal gucken, wenn er da jetzt so aussucht. Naja, wie dann jetzt so. Muss mal jetzt gehen, mal nach oben ein bisschen so. Einfach mal ein bisschen verwirren, den Computer hier. Ich glaube, wir machen das in der nächsten Runde nicht mehr so per Zufall. Ich glaube, wir sagen, wir haben ja dann bloß noch drei, dass ich dann Revano eine Zahl sage aus seiner Tabelle und er sucht sich dann den raus und er meinen. Und ich suche dann, such dann raus. Ich glaube, das geht jetzt schneller bei den letzten drei. Das dauert jetzt einfach viel zu lang. Ja. Später war es, am Anfang war es ja immer geil, aber jetzt. Das ist ja schon kriminell, ja. Aber ich kriege auch nichts, echt. Also ich habe jetzt bestimmt schon 34 Mal gedrückt oder so. Da müsst ihr uns dann halt eben vertrauen, dass wir dann wirklich den Wrestler nehmen, der bei uns hier auf dem Platz steht. Den seht ihr ja leider nicht, das ist ja das Ding. Aber da müsst ihr uns mal so viel vertrauen. Und außerdem ist es ja sowieso scheißegal, der in dem Sinne. Oh, ich drück und drück und drück, aber hier kommt nichts, was ich brauche. Immer dieselben, das ist voll schlimm. Obwohl, es ist doof, weil ich habe ja das unter Kontrolle, die Reihenfolge von dir. Kann ich mir raus. Nee, das kann man nicht so machen. Ah, nee, doch, Revano weiß ja meine nicht. Er fängt dann immer an mit der Zahl. Ja, ich drücke und drücke, bis ich wund bin, aber es sieht schlicht aus. Sonst muss ich gleich einfach einen nehmen aus der Liste. Nimm doch einfach mal die 4. 4? Okay. Dann nehme ich mal die 4. Eben zu den Buchstaben gehen. Da habe ich's. Okay. Okay, dann würde ich sagen. Warum drückst du denn? Ach, scheiße, ich wollte den eigentlich nur auswählen. Naja, jetzt hast du nichts. Okay. Da. Ja. Ach, na. Die Brüder. Das sind doch Brüder, oder? Oder zumindest beim Wrestling, in echt nicht, oder? Im Film. Nee, ja. Im Film. Ja, beim Wrestling. Oh Mann, ey, du hast da gut. Die Bärtigen, das sind der Wookie-Kampf. Boah, aber danke für die Erlösung. Ich hätte mich jetzt wahrscheinlich wundgeviereckt. Das ist halt doof, dass ich deine sehe, weißt du? Dass ich weiß, wie ich rein. Aber überhaupt nichts. Und liebe Leute, nicht vergessen, uns immer unterstützen. Am besten mit einem Abo. Dann könnt ihr auch schön weiter Videos gucken. Finde ich immer eine ganz geile Sache. Bei Gamershack RP und bei mir. Oh, meiner ist noch ein bisschen größer, ne? Können die sich denn gegenseitig hier packen? Ui. Da
kriegst. Oh, der hat hinten so ein geiles Ding drauf. Bam, Junge, da klatscht das Gesicht halb weg, ne? Und aber beide so Kantenpolster. Wahnsinn. Okay. Ah. Oh. Ging ja schnell. Ah, scheiße. Definitely looking good so far. Hasn't taken too much punishment up to this point. Okay. Jetzt bist du. Ah, da war schon. Yeah. Schön das Bein eingeknickt. So gefällt mir das. Ah, er hat es schon wieder gefunden. Ah, schon wieder. Du kommst direkt auf den Punkt drauf. Das ist doch. Das ist doch Schweinerei. Ah, jetzt kriegst du einen Move hier, hä? Toll, das war's jetzt oder was? Okay. Du bist also am Führen, okay. Ah, da. Oh, that's devastating. Zack. A strategy against Hey. Oh my gosh. Hey. Was machen wir denn da? Geil, ey. Die sind so fett, die laufen erstmal gegeneinander. Toll, ey. Aua. Ich muss erstmal gleich gucken. Boah, das sind Schläge, die tun weh. Jetzt sind Schläge, die tun einfach weh. Aua. Ich muss aber echt sagen, guck mal, alle Wrestler haben fast die Konterdinger weniger. Also die haben irgendwie ein bisschen rumgebastelt da, ne? Sieht so aus, gerade. Ach Mensch. Kannst du mir erzählen, was du willst, so. Ah, es könnte jetzt ein interessantes Match werden. Ja, die Bros, die Brüder gegeneinander. Aber, ah, meiner ist schon wieder total erschöpft. Das ist scheiße, sowas. Das ja, so schnell nee. Ja, aber das ist aber so extrem. Ging. So ging es so die ganzen Matches über, dass ich jedes Mal keine Konteraktion mehr hatte. Das ging mir immer so. Jetzt geht's dir immer so. Ach, und das ist auf einmal so scheiße. Ja, aber immer so ja, schnell. Warte mal, da könnte ich jetzt drauf sagen, der Luke Harper, ne? Der Luke Harper, der Luke Harper. kleiner Drecksack. Ja, wie war das immer, ne? Wenn einer eine Grube gräbt, fällt irgendwann selbst mal rein. Kennt ihr doch. Richtig. Der Luke Harper. Ach komm, ich hab doch noch gar nichts, ich war noch nicht mal richtig drin, ne? Da fängt er schon an. Oh. Aua. Das ist like Kane. Der Luke Harper. Ja, der Luke Harper liegt am Boden. Der Bret Hart. Ah, jetzt kommt der Todesgriff hier. Der Ohrenzwicker, ja. Nur da drücke ich halt deine Stirn. Was mache ich denn? Es sieht so aus, als würde ich deine Ohren ein bisschen rubbeln, aber ich weiß das nicht. Ja, schönes Ding. Verbrauch ruhig deine alles, was du hast. Ja. Ach komm jetzt, ist doch und das ist doch schon wieder so richtig so. Jetzt sollst du mal die Glatze polieren. Junge! Der Luke Harper. Schön, ich hab das eigentlich überhaupt gar nicht gemacht, aber. Hast du gar nichts gedrückt? Ja, sag ja, die machen manchmal irgendwas. Jetzt hatte ich auch gar keine Energie und konnte meinen Finisher machen. Also ich hatte keine Ausdauer. Ah, ist geil. Oh. Okay. Der war ein bisschen daneben. Aha. Okay. Okay, ja. So ab und zu ist das ja mal so. Ja! Boah, was ein geiler Move, meine Damen und Herren. Das war der Drehen-Roundhouse-Kick. Warum redest du eigentlich so mit deinem Darm? Meine Damen und Herren. Ey, es gibt doch Frauen, die Wrestling mögen, ja? Und der hat mal scheiß Finisher schon wieder gekonnt. Nein, ich meinte, weil du Darm sagst, meine Damen und Herren. Ja. Sagst du sagt Dame, doch die Dame als Darm. Erstes oder nicht? Mm. Einmal für dich als du Dame? Du sagst nicht Dame, sondern Darm. Was? Deswegen frage ich, warum du mit deinem nee, Darm Damen. Sprichst. Damen. Damen. Damen und Herren, sagst du immer. Damen und Herren. Das ist wie Kapuck.
Kabuck und Antenne. Ja, Antenne. Was sagst du da immer? Sag ich doch. Ah, er hat mich wieder gemorpht hier. Aber ist kein Problem, Junge. Ist da kein Problem. Gibt doch die Rübe. Aber scheiße, dass du mein Finishen geblockt hast. Boah, ja, das ist total kacke für dich. Gefällt mir auch. für mich aber ein geiler Kampf, die Brüder. Ja, das ist ja wieder das Gleiche. Naja. Und der haut ab. Der haut ab da. Versucht doch immer wieder. Naja. Irgendwann funktioniert es vielleicht. War das der Finisher oder was? Ja. Was? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nee, du hast ja gar keine Power gehabt. Keine Ausdauer, meine ich. Wie steht mit Ausdauer, wenn ich dich pin? Naja, ist schwer. Hä? Ja, denn ich habe deinen Schlag gerade abgewehrt mit meinem übermenschlichen, Griff. Oh nein! Mann! Der Gruß. Ach, yo, wieso? Da hast du einen Konter mehr gehabt und schon ist die Arschkarte am Dampfen hier. Oh. Boah. Oh. Schwein. Oh oh. Der Harper ist continued, der Harper. Der Harper. Ah ja, dritte Mal 150 Millionen Mal. Aua. Ach, ich hab doch gedrückt. Yo. Yes, yes, ja. Ich hab doch voll gedrückt, ja. Aber nö, das wird ja alles nicht berücksichtigt hier. Bin zu schwer. Gut. Gong. Das war ein Reversal. Hm. Ein Re und ein Versal. Zusammen ergibt es Reversal. Bam. Ja. Und jetzt. Wehe, du kommst da wieder raus. Da rassi aus. Ach Mann, das gibt's doch gar nicht, ey. Dass du jetzt mittlerweile nur noch die scheiß Finisher kanterst, ey. Kontest. Was macht er denn wieder? Das ist so scheiße, dass das schon wieder kacki ist. Ist das Gleiche. Ja! Ah, keine Chance. Mann, so ein Dreckscheiß. Ärgert mich. Ärgert mich echt. Mann, dafür machst du die scheiß Finisher, damit man da rauskommt. Ja! Ja! Die Glatze hat verloren. Das ist aber jetzt schon wieder ein bisschen ausgeglichener als die ganzen Tage zuvor. Ja, ja. Muss man sagen. Also wenn die Orden, das war scheiße. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens ein Triumph an meinem Tag, ja. Ah! Nee, war ein gutes Match auf jeden Fall. Aber man merkt schon, dass man jetzt echt aufpassen muss mit den komischen Konteraktionen. Wenn man da wirklich nur drei Balken hat, dann hat man fast schon die Arschkarte. Und nee, du hast vorhin 5 und ich hab 3 gehabt und hab dich besiegt. Ja, manchmal ist das auch ein bisschen anders. Bei Miss und Dings. Ja, okay, liebe Freunde. Bis dran, ne? Ja. Dann würde ich sagen, haben wir heute wieder unser Sold erfüllt. Und wir haben uns wieder ordentlich auf die Schnauze gegeben. Und wenn ihr uns weiterverfolgen wollt, wie wir uns auf die Schnauze geben, denn es gibt nach diesem Turnier, wenn dieses vorbei ist, natürlich noch viel mehr Turniere von WWE 2K16. Da wird es noch ein Take-Team-Turnier geben, noch ein Divas-Turnier, noch ein, und dann nochmal ein Singles-Turnier, wenn alle Wrestler da sind, wenn alle Wrestler mit DLCs und so da sind, dann gibt es dann noch ein Turnier. Wenn ihr das alles sehen wollt und noch viele Let's Plays mehr, dann könnt ihr ja ein Abo da lassen. Und unter dem Video natürlich könnt ihr auch gerne Kommentare drunter lassen. Würde mich mal interessieren, wie ihr das Match fandet. Und ja, und ein Däumchen, wäre auch ein Träumchen.
Und schaut auch mal bei Rivano LP vorbei. Und wenn ihr bei Rivano seid, dann schaut mal bei Gamerscheck LP vorbei. Das ist dann mein Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, alles gesagt, getan. Dann ciao. Ciao.